Moin, liebe Kreuzfahrtfreunde, ein herzliches Hallo aus dem Heimathafen. Hier ist für euch wieder der Alex und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Diese Woche am Donnerstag zum Cruise Alert. Wieder, es geht immer wieder um die Themen der Woche aus der Welt der Kreuzfahrten. Und da muss ich schon ein bisschen lachen, muss ich sagen. So viele Themen habe ich heute. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seiten, die ich immer versuche, auch so fast auswendig hinzubekommen. Bevor wir aber loslegen und ich euch über die Information der Woche informieren darf und alles das, was nächste Woche passiert, darf ich ja noch 2, 3 Worte loswerden, Freunde. Es ist wirklich schön. Heute am Donnerstag, es ist jetzt auf meiner Uhr 9.06 Uhr und ich muss heute ein bisschen früher starten, weil heute bin ich in Salzburg alleine, Freunde. Ganz alleine. Wie Kevin allein zu Hause. Ich habe hinten schon dekoriert. Seht ihr die Lichterkette? Ich habe auch die Christbaumkugeln angebracht. Oben, ich zeige euch mal ein Bild. Ich habe auch oben im Verkaufsraum bei uns im Obergeschoss, wir haben mal 2 Etagen in Salzburg, jeweils mit 110 Quadratmetern. Und oben haben wir einen Tannenbaum. Ja, einen schönen Tannenbaum. Den habe ich dekoriert. Die Mädels bei mir im Geschäft, die mögen das gerne, wenn sie ein bisschen... Wie soll ich sagen? Wenn sich der Papa ein bisschen kümmert, ne? Das ist gut so. Warum bin ich alleine heute? Ganz einfach. Bianca hat heute einen freien Tag. Die Maria ist immer noch in Portugal unterwegs. Und Sarah ist für euch auf der MSC World Europa. Kurz und knackig zusammengefasst, zeige ich euch gerne mal, was sie mir geschrieben hat. Das Schiff ist so schön, ich möchte gar nicht nach Hause, beziehungsweise das, was sie da geschrieben hat. Also ich blende es euch gerne mal ein. War ich sehr begeistert. Lasst euch also überraschen über das Feedback von Sarah, was ich euch gerne nächste Woche dann im Cruise Alert mitteilen möchte. Also wirklich, sie hat viel erlebt und wird auch ein bisschen was zu erzählen. Dann gab es auch Geburtstagskinder. Ich möchte natürlich das jetzt mittlerweile schon zur Tradition werden lassen, die allerherzlichsten Geburtstagsgrüße an Annette aussprechen, die Geburtstag hatte und sie freut sich sehr, weil sie kommt mich auch bald besuchen mit ihrem lieben Mann, mit dem Jan. Und die kommen bei uns in Salzburg vorbei. Die kommen eigentlich aus Mitteldeutschland. Und ja, und sie verbinden das mit dem Aufenthalt und freuen sich sehr. Können wir auch über ihre nächste Reise sprechen. Also das verbinden wir alles wunderbar. Und ganz liebe Grüße von uns. Dann habe ich auch noch liebe Gäste, die uns auch immer schauen. Die hatten jetzt Geschenke eingepackt. Und die kleine Tochter Emma, die darf ich auch ganz lieb grüßen. Liebe Emma, fleißig warst du. Ich habe ein Foto bekommen von Mutti. Und mach weiter so. Das sieht gut aus. Weihnachtsgeschenke. Es ist jetzt die Phase. Ich habe es letzte Woche schon gesagt. Freunde, haut euch die Lebkuchen rein. Und zum Thema Lebkuchen und Überraschung darf ich euch auch ich muss mich bedanken. Ne? Also ich muss mich wirklich bedanken bei Thilo und bei Frank. Die haben mir nämlich eine große Freude gemacht. Die haben uns ein Paket geschickt. Freunde, schaut euch das mal an. Ist das nicht cool? Schaut mal. Und hier, weil ich ja immer noch leicht husten, ne? Kleines Lächeln, Rotbäckchen, das sind Vitamine. Und hier ist natürlich auch... Guck mal hier, es ist alles drin. Es ist alles drin, was das Herz begehrt. Ich freue mich da sehr drüber. Es gab auch noch eine Tafel Schokolade von Kinderschokolade. Die habe ich aus dem Verkehr gezogen. Die habe ich gegessen. Bevor nämlich Maria wieder da ist, habe ich sie allein gegessen. Ganz einfach. Die waren eigentlich für die Kinder gedacht. Aber man muss Kinder auch vor Schokolade schützen. Gerade vor Kinderschokolade. Das könnte mich schwer totlachen. Ja, und feine Datteln, Freunde. Ganz lieben Dank und ich sage euch eins, es ist zwar mittlerweile nicht mehr so häufig der Fall, aber eine handgeschriebene Karte, das ist wirklich was Besonderes. Da freue ich mich sehr drüber, denn wir haben ja auch bei uns im Heimathafen in Rostock und in Salzburg eine große Wand, wo wir auch Postkarten ranhängen. Schickt uns gerne eine Postkarte aus dem Urlaub in den Heimathafen, da freuen wir uns sehr, sehr drüber, denn wir haben wirklich schon sehr viele Postkarten, die wir aufhängen. Wir sind in diesen Sachen noch ein bisschen oldschool, weil ich finde dieses Analoge, auch wenn wir so viel digital mittlerweile auch im Heimathafen machen, ist dieses Analoge doch irgendwas Wertiges, oder? Seht ihr es nicht genauso? Ich habe euch ja letzte Woche schon gesagt, dass ich so langsam trudeln die Weihnachtskalender ein. Ne? So, pass auf. Jetzt, also wir haben ja von TUI Cruises einen schönen Weihnachtskalender gekriegt. Jetzt, schaut mal, wie schön das aussieht. Von Norwegian Cruise Line gab es auch einen Weihnachtskalender. Auch Schokolade. Dann haben wir von Costa auch was bekommen. Costa hat auch einen Weihnachtskalender geschickt. Ganz toll, haben wir uns auch gefreut drüber. Und, schaut mal, wer hat, der kann. Phoenix Reisen. Warum ist der Kalender größer als bei Costa?
weil das Zielpublikum halt auch nicht mehr so gut gucken kann, hätte ich was gesagt. Nein, ist natürlich Quatsch. Das war jetzt sehr bösartig von mir. Aber Phoenix hat uns auch einen schönen Kalender geschickt. Und ja, schöne Ziele, schöne Routen. Auch dort hat Phoenix jetzt die neuen Reisen rausgebracht für, ich glaube, Sommer 26. Hat man so eine Vorveröffentlichung gemacht. Fand ich ganz schön. Also da ist immer was dabei, was Freude macht. Ich werde das mal außer Sichtweite stellen. Freunde, entschuldigt. Aber so ganz, ich habe auch tolle Tipps gekriegt unten in den Kommentaren, was ich für Medikamente nehmen soll. Ganz, ganz toll. Super. Da war ich gestern nämlich auch beim Internisten. Ich habe ein bisschen hohen Blutdruck, was man sich nicht vorstellen kann, ist erblich bedingt. Und ja, und die lieben Mitarbeiter dort bei dem Internistenteam, die gucken auch den Cruise Alert. Deswegen grüße ich mal schön in die Praxis oder Ordination, wie man hier dazu sagt. Und da haben wir uns schön ausgetauscht. Also, Rostocker Pott, Tee geht. So, und jetzt kommen wir doch endlich mal zu den Kreuzfahrt-News. Leute, ich könnte ja schon wieder ausschweifen. Es ist richtig schön. Ich habe richtig viel Freude daran. Lasst uns mal loslegen. Da war einiges dabei. Fangen wir mal vorne an. Und zwar, AIDA hat erstmal einige Routen bekannt gegeben, die sie umrouten wollen. So, das betrifft einige Reisen im Jahr 2026 zum Beispiel und auch im Herbst 2025. Und zwar werden AIDA Prima und AIDA Stella umgeroutet. Das Ganze natürlich ist jetzt alles keine Überraschung. Dort geht es auch um das Rote Meer, um den Suezkanal, der nicht passiert werden darf oder kann oder das Risiko ist zu hoch, so wie es die letzten zwei Jahre halt auch oder drei Jahre der Fall ist. Genau, und deswegen ergeben sich dort neue Routen und Abfahrtszeiträume für AIDA Stella und AIDA Prima. Die beiden Schiffe werden wieder um Südafrika rumfahren. Und dort gibt es aber auch für das Frühjahr 2026 Absagen, und zwar im Zusammenhang mit AIDA Prima und AIDA Cosma. Und zwar gibt es dort bei AIDA Prima jetzt einen feststehenden Termin für einen Werftaufenthalt. Und der hat zur Folge, dass einige Reisen aus dem Kalender gestrichen werden mussten, da jetzt durch diese Werftzeit einige Reisen davon betroffen sind. Und das Ganze könnt ihr bei uns auch gerne nachlesen, wenn ihr Lust habt. Ich schreibe euch das Ganze unten in die Kommentare rein als Notiz. Dann könnt ihr euch das genau anschauen. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf AIDA Cosma. Und ja, und aus diesem Grund gibt es dort einige Reiseabsagen und einige Reiseanpassungen. Wichtig für euch zu wissen, die dies betrifft, und die Reisen abgesagt werden müssen zum Beispiel, für die gibt es dann ein Dankeschön von AIDA. Und zwar gibt es wieder 10% auf den gebuchten Reisepreis. Und man kann diese 10% dann wieder einlösen bis zum 31.12.2025, unabhängig von der Reise und wann die Reise dann liegt. Ganz wichtig zu wissen. In dem Zusammenhang An- und Abreise und Versicherungspreise sind davon ausgenommen. Und so kennen wir das von AIDA, so haben sie die letzten Male das auch gemacht. Und ich denke, das ist eine gute Sache. Es ist leider Gottes der Fall, dass man da jetzt schon ein bisschen früher reagieren muss, was ich sehr gut finde, dass AIDA dort sehr, sehr früh dran ist, um dort die Umroutings zu verkünden. Da haben sie jetzt alles ganz knackig zusammengepackt für diese neuen Termine. Und damit ist das dann bis zum Frühjahr 26 auch geregelt. Sehr, sehr schön. Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Und zwar AIDA Diva wird ja Anfang des Jahres, wir haben oft genug darüber gesprochen, mit diesem neuen Evolution-Renovierungskonzept, die Evolution-Klasse, in die Werft in Marseille, gehen. Und wir haben dort jetzt Informationen gekriegt, und zwar für die erste Reise am 23. März 25 nach dem Umbau, gibt es dort prominenten Besuch an Bord. Clouseau, genau. Ist ein ganz bekannter Sänger. Ein ganz bekannter Sänger, Freunde. Und ich habe einige Freunde im Bekanntheitskreis, die da Riesenfan von sind. Ja, Clouseau. So ein bisschen Radiomusik, ne? Der ist an Bord bei der siebentägigen Reise, und da gibt es auch ein neues Thema, und zwar neu verlieben in AIDA Diva. Finde ich ein schönes neues Motto. Das hat AIDA also jetzt ausgeschrieben, und ein schönes Konzert soll das stattfinden an Bord. Eine richtig runde Geschichte. Finde ich schön. Ja, eine gute Sache. Was haben wir denn noch? AIDA, Freunde, heute am Donnerstag
wird AIDA eine Karibik-Special-Aktion rausbringen, und zwar für Reisen, die AIDA Bella, AIDA Luna und AIDA Perla betreffen. Das Ganze geht, wie gesagt, heute los, wird kommuniziert über alle Kanäle, und die Preise können während der Aktion auch steigen. Also das sind keine festgeschriebenen Preise. Los geht's bei 1.799 pro Person inklusive Flug. Inklusive Flug. Da geht es jetzt richtig nach vorne, Freunde. Also das ist wirklich ein knackiger Preis. Natürlich im Vario-Tarif, so wie sich das versteht. Das ist nicht der Premium-Tarif. Aber diese Aktion läuft bis zum 9. Dezember. Hab ich doch dann so einen halben Riecher gehabt, ne? Für die Karibik. Genau, AIDA startet, und man wird auch sehen, dass dort andere Reedereien noch nachziehen werden im Winter jetzt. Das wird noch ein schöner Abverkauf werden für die Karibik. Da geht es jetzt also rund. Finde ich nicht schlecht. Zum Thema Black Friday, der nächste Woche ansteht. Soll ich da jetzt schon was zu sagen? Ja, kann ich ja. Das passt da gut zusammen. Also, Black Friday ist überall in aller Munde, so sagt man es, genau. In aller Munde, und da kann man ja schon mal ein bisschen Überblick verlieren, muss ich sagen, ne? Also jetzt ist ja kein Black Friday. Black Friday ist erst nächste Woche am 29.11., Freunde. Und zwar immer ein Tag nach Thanksgiving in Amerika. Deswegen, Thanksgiving ist das wichtigste Fest für die Amerikaner. Das ist noch wichtiger für die als Weihnachten. Da kommt nämlich zu Thanksgiving alles zusammen. Da kriegen die Umweltschützer Tränen in den Augen, weil alle Menschen in Amerika fliegen zusammen, treffen sich zusammen. Ich habe jetzt auch schon mal mit einer amerikanischen Familie in Kansas City feiern dürfen, mit meiner Schwester zusammen. Das war wirklich toll, und habe das erleben dürfen hautnah, und das ist wirklich toll. Da gibt es also einen Truthahn, da gibt es also was zu essen, und da sind alle zusammen. Und dann, wenn alle frei haben an diesem Tag, die Amerikaner haben nicht viele Urlaubstage, Freunde, deswegen sind die Karibikreisen so kurz, aber das schweift jetzt zu weit aus, ist am nächsten Tag, wenn alle zusammen sind, Black Friday. Dann können alle einkaufen gehen. Und da gibt es tolle Rabatte. Und so ist es entstanden. So, jetzt schwappt das nach Europa, wie immer, alles über. Und alle machen jetzt hier mit. Alles, was mit Verkaufen zu tun hat, wird immer dankend angenommen. Von Blumenstrauß, da gibt es also diesen, wie heißt dieser komische Tag? Valentinstag, genau. Und da gibt es also alles mögliche, Totensonntag, es wird alles gefeiert. So, und jedenfalls Black Friday startet jetzt für viele schon die Black Friday Week. Also man sagt, man startet jetzt die Woche bis zum Black Friday, macht man also ja auch eine Verkaufsaktion. So, und lasst euch jetzt davon mal nicht wuschig machen. Ich habe mir die Aktionen alle angeschaut, und die Reedereien haben natürlich, logischerweise, jede Reederei macht da mit, ist auch ganz klar. Und ich habe mir das genau angeguckt und habe festgestellt, dass das wirklich interessant ist. Es ist wirklich interessant. Warum? Ganz einfach, weil man könnte jetzt sagen, zum Black Friday, da gibt es jetzt ganz viele tolle Aktionen und billig und so. Und worauf konzentrieren sich die Reedereien? Und das ist sehr unterschiedlich. Das ist so ein Mix aus 50-50. Es gibt Reedereien wie zum Beispiel MSC. Die haben sich entschlossen, einen spontanen Abverkauf zu machen. Und das heißt also, Reisen, die in der nahen Zukunft liegen, werden dort bei MSC jetzt beworben. Und die können von euch gebucht werden. Und das Ganze ist wirklich, ich habe mir das hier ausgebucht, genau. Da ist es. Da gibt es wirklich richtig, richtig knackige Angebote. Das muss ich euch mal sagen. Lasst es mal loslegen. Und zwar wird bei MSC die Black Friday Deals stattfinden vom 19.11., also es war vor 2 Tagen, glaube ich, genau, bis zum 3.12. Also man macht das jetzt schon über 14 Tagen, aber ist egal. Es ist ja schön. Es soll ja euch zugutekommen. Das Ganze geht von November 24 bis April 25. Diese Zeit ist die Zeit, wo diese Reisen stattfinden, die dort beworben werden. Welche Zielgebiete sind es? Karibik, Mittelmeer, Kanaren, Emirate und Nordeuropa. Also, da jetzt mal nur mal so, ich reiße mal ein paar Themen an. MSC Opera, Kanaren, 7 Nächte, kann man machen, 999 Euro pro Person, inklusive Flug und Hotels, Servicegebühr. Starker Preis. MSC Arabia, die fahren in den Emiraten, und zwar 7 Tage, ab bis Dubai. Zum Beispiel am 11.01. für 1099 Euro pro Person, inklusive Flug und Hotelservicegebühr. Freunde, das ist fast geschenkt. So viel kostet der Flug darüber. Also das ist natürlich alles ab Innenkabine, aber das ist wirklich ein richtig knackiger Preis. Und für die MSC Arabia gibt es da sogar noch eine Besonderheit, weil MSC hat für die Weihnachtsabfahrten, speziell für den Orient, dort das Flugkontingent aufgestockt. Und das ist wirklich
beeindruckend, weil man fliegt jetzt zum Beispiel für die Reise über Weihnachten am 21.12. für 1.889 Euro inklusive Flug ab bis Wien und Hotelservicegebühr pro Person über Weihnachten zum Premium-Zeitraum auf Schiff in den Orient. Das sind wirklich richtig gute Preise. Das sind wirklich richtig gute. MSC World Europa, wo gerade Sarah drauf ist, lieben Gruß ins Mittelmeer. Dort könnt ihr ab bis Genua fahren für 569 Euro pro Person inklusive Hotel- und Servicegebühr. Hotel-Servicegebühr, nicht Hotel- und Servicegebühr, sondern Hotel-Servicegebühr. Das ist so das Trinkgeld, was man inkludiert dann also als Extrapreis bei MSC obendrauf. Nur kurz erklärt, die Abfahrt würde am 19.01. stattfinden. Genau, und noch Karibik, wo wir gerade beim Thema Karibik waren, möchte ich jetzt gerne natürlich auch die Brücke schlagen. Karibik, Fort de France, da könnt ihr mit der Virtuosa fahren. Habe ich schon mal erzählt, schönes Routing, karibische Inseln, 14 Nächte, inklusive Flug für 1.700 Euro pro Person. Stark. Das ist MSC. Was haben wir noch? Black Friday. Auch die Royal Caribbean haut dort bis zu 750 Euro Ersparnis raus. Das sind alles Reisen, die auch buchbar sind bis zum 20.12. Es wird immer länger, ihr seht es. Also es ist wirklich spannend. Und Preisvorteile bis zu 800 Euro. Buchungszeitraum ist dann dort bis zum 3.12. Also ich blende euch das natürlich alles ein. Black Friday, Sale, Bordguthaben, Ersparnis, alle solche Sachen kommen dazu. Und auch Silversea hat ein Sail Away rausgebracht zum Black Friday. Und zwar 6.000 Euro Preisrabatt gibt es dort für Fahrten. Und das ist spannend, weil ich vorhin von 50-50 geredet habe. Es gibt einige Reedereien, die sich jetzt nicht auf den kurzfristigen Verkauf konzentrieren beim Black Friday, sondern auf den langfristigen Verkauf. Und zwar sagen die, ihr habt jetzt besondere Ersparnisse für Reisen, die ihr also Ende 25, Anfang 26 bei uns bucht. Und das ist was Neues, weil das machen die Reedereien, die letzten Jahre haben die das nicht so gemacht. Die wollen also jetzt frühzeitig langfristige Buchungen generieren. Warum? Ganz einfach, weil man natürlich eine ganz gute Auslastung jetzt kurzfristig hat, bis auf ein paar Zielgebiete, die ich euch genannt habe, Karibik, Emirate, weil die Flugpreise da recht knackig sind. Und deswegen wollen sie frühzeitig euch locken mit Angeboten für die neuen Destinationen dort 25, 26. Und zum Beispiel auch hier Black Friday Sale NCL. Auch dort geht es frühzeitig 25, 26. Ne? 50% Rabatt auf die Kreuzfahrten und dann könnt ihr dort mit dabei sein. Costa natürlich hat auch Angebote und dort geht es um Abfahrten zwischen Dezember diesen Jahres und Juni 25. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, was habe ich noch? Ich habe für euch noch die Information, dass die Disney Treasure zum Beispiel ja in Papenburg gerade überführt wurde, aus Papenburg und fertiggestellt wurde, ist auf dem Weg nach New York City, liegt dort jetzt am Liegeplatz und ist bereit für die Taufe dort. Also die wird bald in Dienst gestellt. Eine richtig schöne Sache. Ja, cool. Kann man so machen. Das waren die Angebote. Ihr wisst ja, ich bin immer ein Freund von frühzeitig buchen, weil man dann die maximale Reisevorfreude hat. Deswegen so Last Minute kann man machen, ist meistens aber meistens nicht der, wie soll man sagen, der Endpreis. Also der beste Preis ist meistens frühzeitig. Mhm. So, jetzt habe ich auch noch was Interessantes für euch. Passt mal auf. Ich habe auch noch Sommer 26. TUI Cruises hat jetzt die Woche die Buchungsfreigabe erteilt für die Reisen Sommer 26. Und das wird wirklich spannend, weil die machen das natürlich immer schrittweise. Sie haben es schrittweise gemacht. Als erstes sind sie gestartet wo habe ich es mal aufgeschrieben? Passt mal auf, ich will hier nichts durcheinander bringen. Ist irgendwo aufgeschrieben. Da, genau, mit der Mein Schiff 1, mit der Mein Schiff 2 und mit der Mein Schiff 3 und der Relax und die Flo wurde auch freigegeben, einige Abfahrten. Und dann kam gestern auch die Buchungsfreigabe für die Mein Schiff 6 und Mein Schiff 7 und Mein Schiff 5. Und ja, was soll ich sagen, gestern gab es ein paar Probleme bei TUI Cruises, was das Thema Buchbarkeit Mein Schiff 7 anging. Kurz vor 18 Uhr war dann auch die Mein Schiff 7 buchbar und für die Reisen für Nordamerika, Freunde, ne? 2026
ist momentan auch noch nichts buchbar, weil die Häfen, die TUI Cruises sich vorgenommen hat, dort anzulaufen, noch nicht hundertprozentig von den Behörden bestätigt wurden. Deswegen könnt ihr momentan Nordamerika nicht buchen 2026. Okay? Nur, dass ihr euch nicht wundert. Dann möchte ich euch noch auf eine Kleinigkeit aufmerksam machen. TUI Cruises hat natürlich mit dem Logbuch, mit der Veröffentlichung auch dargestellt, die Frühbucherermäßigung 1 und 2. Ich habe es euch mal eingekreist. Die gehen bis 30.09.25 und bis zum 31.01.26 für die Reisen für Sommer 26. Warum sage ich das? Weil TUI Cruises ganz explizit dort die Rabatte auch ausschreibt. Ich muss euch aber darauf noch aufmerksam machen, dass dieser Preis von TUI Cruises immer ein dynamischer Preis ist. Das heißt, jetzt mal unabhängig vom Frühbucherrabatt kann der Preis je nach Nachfrageverhalten mit dem Frühbucher trotzdem variieren, nicht irritieren lassen. Das ist maximal unglücklich, sagen wir es mal so. Bin ich kein Riesenfan von. Entweder ich suggeriere jemandem einen Rabatt, dann verändere ich aber den Hauptpreis nicht. Das macht für mich keinen Sinn, aber TUI Cruises hat da ganz eigene Ansätze, das zu machen, und das ist absolut legitim, weil das macht man in der Flugindustrie zum Beispiel auch. Ne? Da geht es auch nach Nachfrageverhalten. Mittlerweile haben viele Reedereien dieses Nachfrageverhalten, das nennt man Blackbox im Marketingjargon, und dieses Blackbox-System bedeutet, also Blackbox, schwarze Box, keiner weiß, wie sich diese Preisentwicklung dann wirklich mit welchen Faktoren zusammensetzen, außer sie selbst. Okay? Kann man so machen. Was soll ich euch sagen? Ich habe noch was anderes Interessantes. Ich muss euch aber teilhaben lassen, so von aus meiner Welt. Ne? Es ist wirklich lustig. Passt auf. Gab es einen interessanten Artikel diese Woche. Musste ich ja schmunzeln ein bisschen drüber. Also der ist aus letzten Woche noch, aber ich muss ihn euch einfach diese Woche mal mitteilen. Es geht da um, einen Artikel aus einem Fachblatt für Touristik. Und zwar geht es da um eine Studie, die erstellt wurde. Und zwar: Deutsche bleiben trotz Umweltbedenken Kreuzfahrtfans. Was ja eine richtig tolle, positive Headline ist. Und dann habe ich natürlich, war meine Neugier geweckt, dort mal mich reinzulesen. Und da geht es also um eine Unternehmensberatung, die eine Umfrage gemacht hat. Und zwar ist das die Unternehmensberatung Simon und Kucher und Partner. Und Umweltaspekte war der Hauptgrund, warum man diese Umfrage dann gemacht hat. Und dann hat man also insgesamt, wo steht es jetzt hier, ich glaube 10.000 oder 9.000 Menschen, nee, das war ein bisschen viel, nur 879 Privatpersonen wurden befragt aus Deutschland und Großbritannien, das Reiseverhalten, Buchungskriterien und Präferenzen und all solche Sachen. Ne? Und alleine 439 waren dabei aus Deutschland Personen. So. Das ist jetzt nicht eine maximale repräsentative Umfrage, weil wenn wir im Cruise Alert hier eine Umfrage machen, ist die wesentlich... Also ist die viel repräsentativer, aber egal. Leute, was total interessant ist, und dann habe ich mir das durchgelesen, ne? Pass auf. So geben 51% der Befragten mit geringem Interesse an Kreuzfahrten an, dass das Thema Umwelt für sie dabei im Vordergrund stehe. Unter den Millennials sind, also es ist eine Personengruppe, sind es sogar 70%. Das sind die Jungen, ne? Die Jugend, ne? Die Millennium-Kinder hier so, ne? Glaube ich. Vermute ich mal, würde ich ableiten. Und für alle anderen ist das gar nicht so ein großes Thema. Aber jetzt wird es interessant, passt auf. Für mehr Nachhaltigkeit würde ein Großteil nach eigenen Angaben zudem von bestimmten Schiffseinrichtungen und Dienstleistungen absehen. So, da wurde ich natürlich jetzt hellhörig. Für mehr Nachhaltigkeit im Rahmen von Kreuzfahrten seien Urlauber zudem bereit, gewohnten Komfort und bestimmten Service aufzugeben. Heißt es weiter. Und jetzt war ich ja natürlich maximal neugierig. Rund jeder Zweite, 49%, würde auf Buffets und unbegrenzte Speiseoptionen verzichten. Noch mehr Menschen auf Klimaanlagen, 55%, Pools, 65% und Unterhaltungsangebote, 68%. Also da habe ich mir ja schon einmal hart an den Kopf gefasst, Freunde. Also ganz hart an den Kopf gefasst, weil jetzt sollen die mir mal erklären, also was jetzt, also Buffet und unbegrenzte Speisenoptionen, das kann man jetzt verstehen, dass man jetzt also Nachhaltigkeit mit dem Essen umgehen möchte, was die Reedereien ja auch tun, muss man sagen. Okay, das kann man auch verstehen. Aber jetzt erklärt ihr mir mal, wie man auf eine Klimaanlage auf einem Kreuzfahrtschiff verzichten kann. Das geht gar nicht. Also das ist absolut unmöglich. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, ein Kreuzfahrtschiff zu bauen ohne Klimaanlage. Leute, das ist nicht möglich, weil...
als ich, also nur oft genug in den 10 Jahren, wo ich auf dem Schiff gearbeitet habe, in der Werft war mit dem Schiff, ne, und wir dort Blackout-Tests gemacht haben, mit der Maschine und mit dem Engine-Bereich zusammen, dann wurde die Klimaanlage ausgestellt. Und nach 15 Minuten war das Ding 10 Grad wärmer im Schiff. Also, das geht überhaupt gar nicht. Ist völlig ausgeschlossen. Aber es ist ja schön, dass man sich drüber unterhält. Und was soll das für einen Effekt haben? Also, ich meine, das Schiff hat die Energie, die betreibt die Energie, die, nur weil eine Klimaanlage ausgestellt ist, fährt das Ding ja jetzt nicht emissionsarmer. Pools. Was haben denn Pools? Was spielen denn Pools für eine Rolle? Also in den meisten Pools wird Meerwasser hochgepumpt und dann sitzt man da drin oder wird durch eine Osmose-Umkehranlage das Salz, der Salzgehalt aus dem Wasser gezogen und dann hat man dort oben Trinkwasser. Also, und Unterhaltungsangebot. Als wenn die internationalen Musical-Stars dort mit ihrem Schminkverhalten irgendeinen Einfluss auf den Umweltaspekt hätten. Also, Leute, es wird ja immer verrückter. Es wird immer verrückter. Ja. Ja. Dann schreiben sie noch, Optimierung wäre wünschenswert. Allerdings glauben die Autoren dieser Umfrage selbst nicht, dass Kreuzfahrten bald ohne Pools und Buffet stattfinden. Das ist unwahrscheinlich. Aha, das ist aber sehr schön, dass sie es nochmal feststellen. Ja, egal. Jedenfalls, ihr könnt euch das gerne durchlesen. Ich habe dazu natürlich den Link wieder für euch, dann könnt ihr euch das anschauen. Ja, kann man drüber denken, was man möchte. Wenn man aber jetzt das Thema ernsthaft angeht und das Thema Umwelt ernsthaft angeht und Umweltschutz, was ich immer mache und was ich auch propagiere für gute Ideen, muss es einfach auch ein bisschen mehr Geld geben. Habe ich für euch aber was Interessantes, und zwar Ponant. Ponant hat ja schon vor 2-3 Jahren verkündet, die wollen ein Swap to Zero Konzept, Projekt auf die Beine stellen, was sie ja schon gemacht haben, aber sie wollen es auch umsetzen. Und zwar wollen sie ein Schiff umsetzen, was gleich 6 nachhaltige Systeme an Bord beinhaltet. Und zwar reden wir da über Photovoltaikanlage, Brennstoffzelle und Segelantriebssysteme zum Beispiel, die 50% der Antriebsenergie durch Windkraft erzeugen. Das ist wirklich toll. Und dieses Projekt möchte Ponant ganz gerne umsetzen. Das Ganze wurde auch schon 2023 das Konzept vorgestellt. Jetzt nimmt das Ganze immer mehr Form an. Man hat sich also so ein bisschen für den Schiffstyp jetzt geeinigt, auf den Schiffstyp geeinigt. Und mein Verständnis davon, wenn jetzt wieder NABU-Mitarbeiter zugucken, die jetzt dies wieder aufnehmen, werden die Ponant 100%ig durch so eine Studie gleich nächstes Jahr für das Kreuzfahrt-Ranking auf Platz einsetzen, 100%ig. Also jede Wette, lasst uns mal abwarten. Da bin ich sehr gespannt. Mhm. Egal. Habe ich euch jetzt eigentlich alles gesagt? Ich habe jetzt schon wieder so viel gelabert, aber ich weiß nicht, ihr könnt ja abschalten, das ist ja kein Problem. Das ist ja das Schöne beim Cruise Alert, man kann ja auch skippen und man kann rüberspringen und gucken, was man möchte und was man nicht möchte. Jedenfalls waren das die Informationen, die mich beschäftigt haben, wo ich mir meine Gedanken drüber gemacht habe. Und genau. Und wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, wie zum Beispiel neue Zielgebiete oder wo die Reise für die Reedereien hingeht, seid neugierig. Auch AIDA wird bald neue Reisen veröffentlicht. So wie ich gehört habe, steht da schon bald der Winter 26-27 auf dem Programm in der Veröffentlichung. Konnte man schon in den Fachbereichen lesen. Und da bin ich sehr neugierig, was auf uns zukommt. Ich habe ja immer noch den Wunsch, ihr wisst ja, wenn ihr lange genug den Cruise Alert schaut, dass ein Zielgebiet, was wieder aufgenommen werden sollte, aus meiner Sicht vielleicht wieder aufgenommen wird. Seid gespannt, Freunde, seid gespannt, ist was da kommt. Dann noch einen ganz lieben Gruß auf AIDA Nova. Die AIDA Nova ist ja immer noch in der Werft in Rotterdam. Einige haben von euch geschrieben, ja, was wird da gemacht, gibt es da irgendwelche Neuerungen? Da ist mein ehemaliger Mitarbeiter und Kollege Tom, Entertainment Manager, an Bord. Der berichtet auch über seinen Kanal immer ganz fleißig. Also die sind momentan dabei, Teppiche auszutauschen, Schönheitsreparaturen durchzuführen und überall ein bisschen frische Farbe raufzubringen. Das Ganze ist eine reguläre Werftaufenthalt. Man wird dort jetzt nicht riesengroße neue Umbauten und Attraktionen auf das Schiff bekommen, aber auch AIDA wird mitteilen, was dort gemacht wurde. Ist ja immer eine schöne Sache und das finde ich ist immer ein bisschen spannend, auch für die Crew an Bord. Ich weiß noch, wie das war, da haben wir Ewigkeiten viel abgeklebt, Protection-Team und da wurden die eingeteilt, wo welches Team arbeitet, da waren welche aus dem Show-Ensemble, aus dem Spa-Bereich und überall wurde fleißig gearbeitet. Da schlüpft man als Crewmitglied in der eigentlichen Funktionen an Bord, für die man angestellt ist, auch in Nebentätigkeiten, das ist auch im Rahmen des Arbeitsvertrags abgedeckelt. Also
beinhaltet das Ganze, dass zu solchen schiffsspezifischen Sachen da auch man als Arbeitskraft herangezogen werden darf, die zumutbar sind, die arbeiten. Und ja, finde ich richtig cool. Eidersol hat unten das Kap Horn passiert. Noch eine kleine Information für euch. Schaut gerne mal auf heimathafen.com, verfolgt das Schiff gerne dort. Da haben wir die Live-Position, wenn sie von AIDA dann auch gesendet werden. Ne? Genau, also das ist interessant, weil mit diesen Live-Positionen könnte man mich ganz genau sehen, wo man langfährt. Man hat dort zum Beispiel die Passage mit den ganzen Gletschern jetzt in Chile dort vor sich und schon passiert zum Teil. Tolle Bilder haben wir bekommen von unseren Gästen an Bord, die dort immer wieder uns mit schönem Material versorgen. Also es lohnt sich auch, auf die Internetseiten bei uns, Instagram und Facebook raufzugehen, um zu gucken, was so passiert. Und wir haben da auch noch ein bisschen was vor, was das Thema Weltreisen angeht. Lasst euch überraschen, da arbeiten Julia und ich gerade ganz eng an einem schönen Mehrwert für euch. Also in dem Sinne, einen ganz lieben Gruß nach Rostock zu den Kollegen, zu Julia, nach Ecuador und natürlich zu den Kollegen, die bei uns in Salzburg und im Urlaub oder auf den Schiffen sind. Freunde, es bleibt spannend. Meldet euch gerne bei uns, wenn wir euch helfen können. Es ist wirklich schön. Auch ich gehe ans Telefon, Freunde. Ja? In dem Sinne, bleibt schön gesund, genießt die Zeit. Es wird kalt, wie immer. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Tschüss.